Nein, ganz harmlose Phase. Florian, komm her, setz dich her. Grüß dich nicht. Florian, wir sind beim Essen. So, setz dich mal schön hin, das gibt's aber nicht. Sag mal, isst du mit uns? Ja, du, wenn du mich so fragst, gerne. Gibt's was Neues? Nee, gar... Was ist denn? Sag mal, was ist denn das da? Das bedeutet, dass mein Mann in 14 Tagen aus Afrika zurückkommt. Nach einem Jahr, wie du weißt. Aha. Mami macht eine Abmagerungskur. Im Ernst? Ja, ich muss. Ich habe 8 Pfund zu viel. Ich will Robert ja nicht als Matrone auf dem Flugplatz begrüßen, oder? Sag mal, wo hast du denn 8 Pfund zu viel? Da? Ach. Und da und auf der Waage. Was isst du denn sonst noch, außer dem da? Morgens eine halbe Grapefruit und ein Glas Vitamincocktail. Mittags einen Apfel und einen halben Kopfsalat und 2 dünne Scheiben Vollkornbrot. Mhm. Abends eine Orange, ein Ei und eine Tomate. Mami. Ja. Du bleibst vor jedem Essgeschäft stehen, das ist richtig langweilig. Ich muss die Preise vergleichen. Eine Hausfrau muss schließlich wissen, wo sie am günstigsten einkauft. Was isst du denn heute Abend? 2 bis 3 Paranüsse, eine Tomate, Radieschen und Tee. Und sagst du mir, wir werden krank, wenn wir nichts essen? Nicht auszudenken, Mutti, einen richtigen Mann nach einem Jahr. Genau 381 Tage, das sind schon beinahe 2 Jahre. Beim Frühstückstisch endlich wieder eine Zeitung gegenüber. Einer meckert wieder über schlecht gebügelte Hemden und im Theater steht man in der Pause nicht mehr allein rum. Du, ich freue mich schrecklich. Ja, du, die haben es auch bitter nötig. Endlich kann ich denen mal wieder mit einer Autorität drohen. Ja, du? Na, so schnell als möglich. Oje, die Kinder müssen in die Schule und dann will ich noch in die Stadt was einkaufen. Ja, tschüss, Mutti. Ich muss das nur mal jemandem erzählen. Stimmt. Aber die Hauptsache ist doch, dass er selber kommt, ne? Wird Papi dann bei uns wohnen? Aber Florian, natürlich. Genau wie früher, bevor er weggefahren ist. Ach so. Sag mal, ihr könnt euch doch noch an euren Vater erinnern, oder? Na klar. Wird er sehr streng sein? Ich meine, haut er uns so? Du, jetzt reicht's mir aber. Sag mal, freut ihr euch denn gar nicht, dass euer Papi wiederkommt? Doch. Wir freuen uns schon, aber... Das ist eben komisch. Was ist daran komisch? Es wird alles genauso sein wie früher. Außer er erkennt mich nicht wieder. So. Hast du es denn geschafft? Ja, ich wiege wieder genauso viel wie vor einem Jahr. Und jetzt schnell ins Bett. So, und schön schlafen. Morgen ist ein aufregender Tag. Ina! Robert! Ina! Ja, hier bin ich. Dass du wieder da bist. Komisch, nicht? Komisch, man glaubt gar nicht. Was? Nein, ihr Dicken! Oh, was seid ihr für Kerle geworden? Jetzt kriege ich keine Briefe mehr von dir. Ah, tut's dir leid? Auf eine Art ja. Aber so ist es besser. Viel besser, Robert. Stimmt, die Zeit ist mir ewig vorgekommen. Na nun, lass mal, Vater. Ich hab lange auf dich gewartet, was? So. Pass auf. Wir kommen nach Hause und helf Papa ein bisschen. Dann komm, nimm doch. So. Was kannst du denn sagen? Sag mal, Robert, fällt dir gar nichts an mir auf? Das ist ein schickes Kostüm an. Gut, die Frisur ist auch neu, nicht? Und sonst nichts? Ist genauso süß wie früher. Dann hat's doch was genutzt. Was denn? Ach, nichts. Erzähl ich dir später. Mann, lass mir abmachen. Pass auf, pass auf. Stopp. Oh, nein. Komm zu Papa. Freust dich? Komm, hast du einen Schlüssel? Ja, Moment. Ja, als erstes kommst du rein. Ja. Robert, da ist was in der Tüte.
Geht's? Ach, Robert. Na? Kneif mich mal. Au, ja, du bist es. Vorsichtig. Oh, dann bin ich's auch. Dass die Zeit vorbei ist. Endgültig ein abgeschlossenes Kapitel. Na, war's denn so schlimm? Ja, manchmal schon. Aber jetzt holen wir alles nach. Robert. Ich will jetzt nicht mehr alles alleine entscheiden müssen. Dafür bist du jetzt wieder da. Einsteigen, komm hier, nimm den Mantel. So. So. Oh, du fährst natürlich. Na nein, fahr du mal lieber durch. Ich will lieber Beifahrer zum einen gewählt. Bin ja noch gar nicht richtig da. Die andere Hälfte kommt noch. So, ja. Kannst losgehen. Ab nach Hause. Seid doch jetzt endlich mal Ruhe. Wir trommeln ja das ganze Haus zusammen. Jetzt aber uns bald wiedersehen. Doch, klar. Ach du, jetzt ist schön zu Hause. Donnerwetter, du, das sieht dir direkt abendländisch aus. Zum Eingewöhnen. Holla. Du schickes die. Und so hübsche Farben. Ach, und ja. Ganz modern. Ja, wirklich, du, die steht ja gut. Fabelhaft. Auf alle Fälle kannst du damit nicht so viel Krach machen wie deine Söhne mit dem Buschtrommel, nicht? Unsere Söhne. Ach so, ja, natürlich. Sag mal, du, muss ich mir ein Hemd und eine Krawatte umziehen? Nee, ne? Aber nein, komm, ich hab Hunger. Ja. Machst du den Wein auf? Ja. Ina, bitte sag mich, ist nicht böse, aber. Du, hast du kein Bier im Hause? Bier? Ich hab so einen schrecklichen Durst. Klar, ich hab noch ein paar Flaschen im Eisschrank. Die habe ich neulich für Herbert geholt. Ach so, ja, wie geht's denn deinem Bruder? Danke. Herbert ist ja jetzt bei der Polizei. Gefällt ihm ganz gut. So. Und nun erzähl. Alles, was dir einfällt. Von Anfang an oder durcheinander, ganz egal. Na ja, du, also. Die Arbeit, die ging eben schneller, als wir im ersten halben Jahr glaubten. Entschuldigung. Du, das Kraftwerk arbeitet schon. Du, unsere Turbinen sind sensationell. Du. Na, aber auch die anderen Firmen, also die Baufirmen, die Einheimischen, die waren sehr gut. Das wäre uns einfach nicht möglich, dass man in verhältnismäßig kurzer Zeit so ein großes Projekt auf die Beine stellt. Na, sind wir da unten auch noch nicht so verwöhnt. Ah, das ist gut. Du weißt, was die da unten brauchen? Das sind Reparaturwerkstätten und Lehrwerkstätten. Das ist ganz lebensnotwendig für das Land. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Bestimmt, Robby. Erzähl nur weiter. Ich habe deine Stimme so lange nicht gehört. Ja. Ich werde das auch nochmal in meinem Abschlussbericht ganz deutlich erwähnen. Na? Hast du mal einen gesegneten Appetit, muss ich sagen. Stört's dich? Gegenteil. Aber ich dachte, du hättest eine Abmagerungskur gemacht. Das macht die Wiedersehensfreude. Ich bin so nervös und aufgeregt. Oh, mein Schatz, nun komm. Flori. Schläfst du schon? Ich doch nicht. Du, ob die jetzt immer alleine essen? Bloß heute, weil sie sich so viel erzählen müssen. Morgen gehen sie aus, haben sie gesagt. Aber er wollte uns doch Filme zeigen. Sicher gehen sie jetzt dauernd aus. Wetten? Gute Nacht. So, und jetzt bin ich dran. Ja. Also, es sieht sehr gut aus, Robby. Was denn? Die Finanzen. Von deinem Gehalt habe ich gut die Hälfte übrig behalten. Ah. Von deinen Tagegeldern hast du auch ganz schön gespart, wie du das nur fertig gebracht hast. Oh, komm, tu doch das Ding mal weg hier. Ja, du, ich hatte 45 Mark Spesen am Tag. Ach nee, die kannst du da unten gar nicht ausgeben. Erstens hast du keine Zeit und zweitens gibt wirklich nichts zu kaufen, was einen reizen könnte. Jedenfalls alle Hochachtung, Robby. Na, und dann haben wir auf der Bausparkasse durch die Zinsen und Prämien fast 3000 Mark mehr, als ich gerechnet hatte. Also alles in allem, wir können praktisch jederzeit anfangen. Mit was denn? Mit dem Bauen. Ja, willst du denn immer noch bauen? Ja, natürlich. Deshalb bist du doch runtergegangen. Du hast gesagt, mit dem Gehalt und mit den Spesen können wir in einem Jahr soweit sein. Und nun sind wir soweit. Ja, ja. Na, habe ich damals gesagt. Das klingt ja auch ganz verlockend, aber... Was aber? Du, das müssen wir uns ganz genau überlegen. Wieso? Ja, aber ein Haus kostet doch nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Und vor allen Dingen Nerven. Schau mal. Man ist an einen Ort gebunden, nicht? Robert, du hast doch was anderes. Nun hör doch auf, mit den Platten da rumzufummeln. Na.
Sollst du wieder irgendwo hingeschickt werden? Nein, mein Schatz, wirklich nicht. Das war nicht mal die Rede davon. Aber überleg doch mal selbst, wir liefern unsere Turbinen überall hin. Und ich kann nicht nur Turbinen konstruieren, ich habe auch Montageerfahrung. Ja, sowas gibt's nicht wie Sand am Meer. Also du, mir ist der Gedanke an ein Haus einfach unbehaglich. Ach, früher war dir sehr behaglich. Ich habe eben meine Meinung geändert. Ich dachte die ganze Zeit. Robert, ich fürchte, wir beide müssen uns fragen, ob wir überhaupt noch dasselbe wollen. Zu einer Ehe gehört doch irgendwo zumindest eine Übereinstimmung, wie man das gemeinsame Leben weiter verbringen möchte. Na, da hast du aber ganz schön auf die Pauke gehauen. Vielleicht hast du ihm den Plan mit dem Haus ein bisschen zu früh aufgetischt. Ich kenne doch meinen Mann. Wenn der kein Haus will. Eigentlich bin ich genauso allein wie vorher. Sogar noch mehr. Wie meinst du das? Abends ist er kaum ansprechbar. Die Kinder lehnen ihn ab und er gibt sich auch keine Mühe mit ihnen. Aber. Wenn er abends zu Hause ist, dann kann er nicht still sitzen. Meist geht er weg. Zu Direktor Lösekann oder zu Kollegen wegen des Abschlussberichts. Oder um neue Pläne zu machen. Ich wette, er legt mir demnächst ein neues Projekt auf den Tisch. Inelein, meinst du nicht, dass sich das alles noch gibt? Schließlich ist er noch nicht mal eine Woche zurück. Irgendwas hat sich geändert. Komisch. In der Zeit, wo er weg war, kam ich nicht mal auf die Idee, ihn zu betrügen. Jetzt könnte ich's glatt. Aber, Ina! Wie wär's denn mal mit ein paar Tagen Urlaub? Deine Mutter würde doch sicherlich... Ja, Mutti schon, aber Robert nicht. Ohne ihn kann das Werk offenbar nicht mehr existieren. Er kann sich jetzt keinen Urlaub nehmen, sagt er, sonst setzt er alles aufs Spiel, was er sich mit dem Erfolg in Afrika aufgebaut hat. Ina, vielleicht hat er sogar recht. Ich glaube, er möchte am liebsten wieder weg, Gerti. Jetzt wart es doch erst mal ab. Schließlich ist er ein Jahr lang alleine gewesen. Daran gewöhnt man sich. Ist dir nicht gut? Ich hab so Kopfschmerzen. Komm, ist ja auch kein Wunder. Ich hol dir eine Tablette. Schlecht ist mir auch immer zu. Hoffentlich werde ich nicht krank. So. Jetzt nimm das mal. Danke. Sag mal, du kriegst doch nicht wieder ein Baby. Ach Quatsch. Die Grippezeit ist doch eigentlich vorbei. So, mein Schatz. Hier ist der Tee. Danke dir, Robby. Na du, noch so schlimm? Ach, wenn ich nicht schlucken muss, geht's. Du, aber jetzt gewöhne ich mir die Raucherei bestimmt ab. Du, ich lese den Kindern schnell noch was vor und dann komme ich wieder, ja? Also. So, ihr Rabauken, dann wollen wir mal. Eine Geschichte. Ja, ja. Also, dann nehmen wir das mal hier. Die hat Mami erst gestern vorgelesen. Ja. Nehmen wir die mit den Räubern. Nee, die mag ich nicht. Davon kriege ich schlechte Träume. Die kenne ich schon auswendig. Also, wenn euch kein Buch recht ist, also, dann muss ich mir eben eine gute Nachtgeschichte ausdenken. Kannst du das? Na, bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ah, mir macht es einem aber auch nicht leicht. So. Also, ja, ein kleiner Junge war einmal mit einem Fußball befreundet. Mit einem Fußball? Das geht doch. Na, sei doch mal ruhig, die Geschichte hat ja noch gar nicht angefangen, du. So, er war mit diesem Fußball befreundet, hat er geschenkt bekommen, so einen schönen, gelbledernen Fußball. Und als er ein paar Tage damit rumgespielt hatte, so rumgekickt hatte, nicht, da sagte er auf einmal zu dem Fußball, du entschuldige, dass ich dich so schlecht behandle, dass ich dich immer mit den Füßen trete, aber du bist ja nun mal ein Fußball. Und darauf sagte der Fußball, du bist der erste Junge, dem das leid tut. Und darauf sagte der Junge, also ich werde dich immer gut behandeln. Pass mal auf, jetzt kommt das Dolle. Der Fußball, der half dem kleinen Jungen, wo er nur konnte. Wie denn? Ja, ganz einfach. Zuerst stand der kleine Junge im Tor. Nicht? Das war ein Posten, den die anderen Jungs nicht haben wollten. Die wollten lieber Stürmer spielen, nicht? Und immer aufs Tor schießen. Und jedes Mal, wenn sie auf das Tor schossen, nicht? Dann machte der Fußball eine ganz unmerkliche Kurve, flog am Tor vorbei oder flog oben drüber oder prallte gegen den Pfosten. Aus 2 Metern Entfernung kann man doch nicht vorbeischießen. Das wäre doch aufgefallen. Naja, da flog der Ball eben geradeaus, dem kleinen Jungen direkt in die Arme und der braucht ihn dann nur aufzufangen. Nicht? Zufrieden? Eines Tages, da durfte der kleine Junge auch mal im Sturm spielen. Und soweit er auch vom Tor entfernt sein mochte, er schoss immer unhaltbar ein, natürlich, weil sein Freund der Fußball ihm half. Ist doch kein Kunststück, wenn der Ball einem hilft. Sei doch mal ruhig, die Geschichte ist doch noch nicht zu Ende, nicht? Also,
Eines Tages wurde ein ganz großes Spiel angesetzt gegen die Jungs aus einer anderen Schule. Aber ausgerechnet da platzt die Naht von unserem Fußball, die ja nicht so schnell gepflegt werden konnte. Also was tun? Ein neuer Ball musste her, das Spiel begann. Ja, und der kleine Junge musste spielen. Hat denn der andere Ball auch geholfen? Nein, natürlich nicht. Das war doch ein ganz normaler Fußball, der nicht sprechen und nicht denken konnte. Und der immer da hinflog, wo man ihn gerade hinschoss. Und? Tja, und. Komm mal her, mein Dicker. Jetzt geht die Geschichte weiter. Der kleine Junge, der ja immer Angst gehabt hatte, sich zu blamieren, nicht? Weil er der Kleinste und der Schwächste war, der merkte auf einmal, dass er inzwischen richtig gelernt hatte, Fußball zu spielen. Ne? Weil sein Freund, der Fußball ihm geholfen hatte, die Angst zu überwinden. Ja, es war auf einmal ein richtig guter Fußballspieler. Und jetzt stellt euch mal vor, sie gewannen gegen die anderen Jungs mit 6-2 Toren. Ja, davon hat allein der kleine Junge 4 Tore geschossen. Und sein Freund, der Fußball, war mächtig stolz auf ihn. Braucht ihm ja in Zukunft nicht mehr zu helfen. Ne? Komm mal her, ganz im Vertrauen. Also wenn der kleine Junge später wieder aus einer ganz unmöglichen Position einschoss, nicht? Also da glaube ich, da hat der Fußball doch ein bisschen geschummelt und dem kleinen Jungen geholfen. Schön. Hast du sie wirklich selber erfunden? Ja. Also gute Nacht. Gute Nacht. So, jetzt unter die Decke. So. Du, dein Tee war wirklich prima. Es geht mir schon viel besser. Ja. Sind die Kinder ordentlich? Ach, du mustergültig. Arme kleine Maus. Ach was, hör auf. Sonst steckst du dich noch an. Na. Du, wenn es dir morgen noch schlecht geht, ja, dann nehme ich mir frei. Da kommt gar nicht in Frage. Ich kann ja Frau Schierhölter bitten oder Mutti. Die sind ein paar Stunden da. Ach, weiß der Teufel, warum ich diese verdammte Bronchitis wieder gekriegt habe. Sieh, du, das ist doch ganz logisch. Das war ein anstrengendes Jahr für dich. Das hast du alles allein entscheiden müssen. Und dann darfst du ja nicht vergessen, sind wir schon ein ganz schön altes Ehepaar, ne? Und nicht an Trennung gewöhnt. Du tust ja gerade so, als ob ich unfähig wäre, allein zu leben. Das eine Jahr habe ich doch ganz gut überstanden. Hast du auch, fabelhaft, wirklich. Eigentlich haben wir uns ein paar Tage Urlaub redlich verdient. Wir alle. Kannst du denn das mit der Firma und so? Ja, natürlich. Mir steht doch Urlaub zu. Und ein paar Tagen bin ich sowieso mit meinem Abschlussbericht fertig. Und ich hoffentlich mit der Bronchitis. Du sag mal, Robby, lass uns nicht in so einem langweiligen Hotel übernachten. Ein Zelt habe ich leider nicht bei. Ich hätte gern so einen schönen alten Gasthof, weißt du, mit niederen Decken, wo man sich den Kopf anstößt. Oh ja, vielen Dank, danke. Und schönen bunt bemalten Bauernmöbeln und so. Na ja, wenn wir sowas finden, meinetwegen. Obwohl ja eigentlich zu einem Thema mit Bauernmöbeln mein Kimono überhaupt nicht passt. Ein was? Kimono, pass doch auf. Ja. Ich habe mir einen gekauft für die Reise, so als Morgenrock. Ganz billiges Angebot im Kaufzentrum, nur 19,50. So. Was heißt das so? Nichts, du gar nichts, nein. Sag mal, wollen wir eine halbe Stunde anhalten? Ich möchte gerne mal meine Beine vertreten. Auf rein! Warte doch! So, jetzt. Ah! Robert, wolltest du mir nicht eigentlich was sagen? Nein. Ich dir? Nee. Ich weiß nicht. Ich dachte nur, du hättest dir vielleicht was aufgehoben für unterwegs. Nee, du, wie kommst du denn darauf? Ja, du hast ja recht. Die Sache mit dem Hauskauf ist erledigt und sonst gibt's ja nichts, oder? Oh mein Gott, es gibt natürlich immer Probleme, Dinge, die auf einen zukommen, nicht? Also möglicherweise... Ach, kommt denn was? Nein, nicht direkt, aber es könnte doch natürlich, nicht? So, was denn? Ach, Ina... Wie soll ich dir denn das erklären? Das, also pass auf, Afrika war für mich, naja, ein beruflicher Erfolg. Und ich stehe jetzt in der Firma sehr gut da. Mit Recht, Robby, mit Recht. Und wo ist dein Konflikt? Ja, liegt es doch natürlich nahe... Dass man dich wieder wegschickt. Ja, das liegt natürlich nahe. Und wann wäre das? Ja, eben schon in absehbarer Zeit. In 4 Monaten. In 4 Monaten? Ja. Ob man bis dahin eine Scheidung durchkriegt? Was sagst du da? Wie lange soll es denn diesmal gehen? Auch ein ganzes Jahr lang? Nein, du, diesmal wären es 3 Jahre. 3 Jahre? Ja. Das bedeutet dann allerdings aber wirklich endgültig Scheidung. Aber mal Scheidung.
Bei einem Auslandaufenthalt von 3 Jahren, da dürfte ich doch eventuell meine Familie mitnehmen. In so einem Fall entfiele natürlich eventuell die Scheidung. Rauchen ist im Wald verboten. Sag mal, wo soll denn das neue Projekt realisiert werden? Wieder Afrika? Nein, nein, nicht. Na, welches Land würde dich denn beispielsweise interessieren? Südamerika zum Beispiel. Doch, ja, das könnte interessant sein. Am meisten allerdings Japan. Japan? Wieso denn Japan? Obwohl die eure Turbinen ja wohl kaum brauchen werden. Das können die sicher ebenso gut allein. Was meinst du? Na, hör mal, ein 93-Millionen-Land mit großer Zukunft und großer Vergangenheit. Sag mal, schau sie nach den Kindern, die machen so lange. Ja. Was ist los, Matthias? Papi, wenn ich morgen von dem Pony nicht runterfalle, kriege ich dann Reitstunde? Naja, vielleicht, da reden wir morgen nochmal davon. Sag mal, ich denke, wir sollten schon längst im Bett sein. Naja, sicher, und mach nicht so einen Lärm, gell, sonst schmeißt man uns hier noch raus. Florian quatscht ja immer. Nee, ich quatsch überhaupt nicht, ich bin ganz still. Ja, quatsch mal beide nicht so viel und ab durch die Mitte, ja? Zieht euch Hausschuhe an und putzt euch endlich mal die Zähne. Gut, seid ruhig, ich lasse die Tür noch ein bisschen offen, ja, ich schau nachher nochmal vorbei. Ruhe! So, Ina, nur jetzt immer weiter. Wovon? Achso, ja, von Japan. Na, 5 Millionen steht allein in einem Land. Ein Land, das aus 4 Hauptinseln und 3400 kleineren Inseln besteht. Also mal gut. Ja, woher weißt du denn das alles? Und wenn ich an die Kunst denke, speziell an die Malerei aus der Kamakura-Zeit, faszinierend. Also jetzt mal ein Schatz mal raus mit der Sprache, ja? Komm, bitte, bitte sei mal ehrlich, ja? Gib mal her. Naja, ich meine, man muss sich doch mit dem Land vertraut machen, in dem man in 4 Monaten sein wird, nicht? Du, und deutsche Schulen gibt es übrigens in verschiedenen Städten dort. Das darf doch nicht wahr sein. Wie bist du denn darauf gekommen? Naja, eigentlich hat schon genügt, dass du dich in letzter Zeit so für Fernsehsendungen über Japan interessiert hast. Und da fand ich, einer musste ja mal den Mut haben, was du sagst. Oh ja. Oder? Oh ja, dein Mut ist wirklich bewundernswert. Alle Achtung. Willkommen hier. Ach, lass doch, Robert. Ich muss doch noch den Rest auspacken. Ja, nun komm, du pack mal aus. Nein. Weißt doch mindestens so viel wie ich, was? Also. Ich weiß nur, dass ich nicht nur einmal ein Jahr ohne Sonntag verbringen möchte, sondern nur noch Jahre mit mindestens 52 Sonntag. Ja, nun ist ja gut, mach keine Ausflucht und sag mir die Wahrheit, ja? Naja, also, bei der Begrüßungsparty im Werk, da habe ich Direktor Lösekann interviewt. Naja, ich meine, wenn es um die Zukunft geht... Das ist doch nicht zu fassen. Naja, wenn wir hier schon kein Haus bauen, in die Bambushütte will ich mit. Gut, ich zerbreche mir wirklich tagelang den Kopf, wie ich dir das am schönsten beibringen kann. Ist doch eigentlich dusselig von mir, nicht? Oh nein! Oh, Robert, Gott, oh Gott! Was wollt ihr denn hier? Und schon wieder ohne Hausschuhe. In was für eine Hütte geht ihr? In eine Bambushütte und du kommst mit. Ich auch? Ja, natürlich du auch. Alle 4 sonntags zusammen. Ja, bis dann hat es ja wohl noch eine Weile Zeit. Ich will erst mal Zähne putzen, ja.